Hallöchen und willkommen zurück bei Resident Evil 7. Wir müssen Mia und Zoe beim Bootshaus treffen. Steht da noch was? Nee, ne? Hier war der Kopf drin in der letzten Folge. Da sind wir dann auch... Oh! Kater des Versuchsgeländes. So, frisch unterwegs sind wir. Oh, endlich mal wieder draußen. Aber geil gemacht, also es wird jetzt... Ach so, das ist jetzt natürlich doof. Okay, gut, jetzt haut's wieder hin. Wir brauchen die Kurbel. Super, nochmal Pistolenmuni. Aber die andere. So. Gut, wir nehmen die auch erstmal wieder mit. Kann ja sein, dass wir die hier vielleicht noch ein, zwei Mal brauchen. Bin echt gespannt, wie es ausgeht, ob die sich überhaupt sehen oder ob das vielleicht ein offenes Ende ist. Okay. Auf der einen Seite nicht schlecht, wir finden gut Munition gerade, aber ich glaube, die müssen wir dann auch bald wieder einsetzen. Oh je, vielleicht sogar schon hier draußen. Okay, man bekommt hier Brennstoff, vielleicht den Flammenwerfer doch noch mitnehmen, ne? Gut, dass ich die Kurbel nicht zurückgebracht habe. Super. Ha! Nochmal diese Mech-Munition. Uns fehlen noch zwei antike Münzen, da können wir uns die kaufen. In diesem. Ach, ich hab's gewusst. Ja, du Drecksvieh. Fick dich. Genau gewusst, dass jetzt so eine Scheiße kommt. Fuck, da hinten auch. Okay, ich kann anscheinend gar nicht abhauen. Nummer 1. Ich nehme Nummer 2. Lebst du noch? Alter, verreck endlich. Okay. Also so ein bisschen mehr als die Hälfte müssten wir mittlerweile gepackt haben in sechs, knapp sieben Stunden. Maul. Boah, die Kleinen hier, die nerven sogar noch mehr als die Großen. Bei denen trifft man die Köpfe nämlich ein bisschen besser. Das war's dann schon fast wieder mit der Flintenmunition. Aber. Ah, okay, hier ist nochmal ein Speicherpunkt. Schießpulver. Oh, Pistolenmunition, Kraut. Wunderbar. Flintenmunition, super. Thank you.
So, den nehmen wir wieder mit. Die kommt mal da runter. Ich pack die erstmal wieder zurück. Die beiden Teile. Halt, na, ist egal. Hier. So, wunderbar. Ja, ein bisschen mehr als 7 Stunden, so 8 bis 10 Stunden soll es gehen. Ich denke mal, da ich hier und da getrödelt habe, sind es bestimmt um die 10 Stunden, die wir brauchen. Zoe, nicht jetzt. Wir haben keine Zeit. Hast du beide Materialien? Ja, Moment. Ich komme gleich, Zoe. Ich hab das Zeug weggepackt, Mann. Kann doch mal passieren. Wusste ich jetzt nicht, dass die direkt da oben hocken. Ja, das sollte genug sein. Wenn wir es schnell genug herstellen. Mein Vater und Lucas sind nicht weit weg. Er kommt. Daddy kommt. Gut, wir haben genug für zwei. Genau. Wenn wir das Serum hergestellt haben, was dann? Draußen ist ein Boot. Damit fahren wir durch den Sumpf. Aber keiner von uns beiden wird ohne Serum weit kommen. Mal her hier. Hey, eins davon ist meins. Zoe, flipp deinen Arsch zurück ins Haus. Um dich kümmere ich mich später. Oh fuck. Das ist gut genug. Fuck, lad nach. Wichser. Das nervt langsam, Jack. Muss ich da auf die Knüppel schießen, oder? Ja, ne? Ich kann auch da runtergehen, sehe ich gerade. Ach, so ein Ding kommt schon. Lach. Jo. Das sind zwei Leitern. Eine hier, eine da drüben. Du sprich doch mal deutlich, Junge. Shit, das war nicht gut. Oder? Doch irgendwo hinten erwischt, ne? Da drauf schießen? Weiß es nicht. Ich sollte ihr Vater sein. Fick dich. Ich weiß nicht, ob ich das richtig mache. Ob ich da auf die Knubbel schieße.
ins Gesicht kriegen. Nichts. Das war's. Gerade nirgendwo ran, an so eine Schwachstelle. Huch, das wollte ich gar nicht. Ist egal. Geil, Flintmunition nochmal. Ich wollte auch nicht da hoch. Mann! Scheiße, steh auf. Verdammt. Halt nicht, wo ich den jetzt hier gerade abschießen soll. Maul, Alter. Mit irgendwo wird er noch eine Schwachstelle haben, aber ich finde die gerade nicht oder ich sehe die auch nicht. Ah, hier unten. Ja. Was ist das? Blöder Wichser. Jetzt habe ich alles gesehen. So. Jetzt komme ich da nicht mal durch, um das Zeug mitzunehmen, ne? Ah. Ethan, hier lang. Jawohl. Ach, nö. Du willst, dass ich ihn heile? Es bleibt keine Wahl, oder? Vor allem, wie hat das Zeug vorhin so schnell in die Spitze reingedrückt? Geht's dir gut? Ja. Komm schon, Mia wartet auf uns. Ah, eine Spritze bloß noch. Mist. Ach, guck mal hier. Jawohl. Oh, super, ey, wie viel Pistolenmunition haben wir denn? 55. 58 plus die 3. Ich muss da eins verwenden. Jetzt ist nur eins übrig. Es ist nur noch eins übrig? Es kann doch nicht nur eins übrig sein. Was zur Hölle machen wir jetzt? Ist okay. Ich war dumm zu denken, ich könnte fliehen. Aber Zoe, geht! Geht schon, ihr beiden! Komm mit uns. Es gibt sicher jemanden, der helfen kann. Hier ist mein Zuhause. Offenbar gehöre ich hierhin. Ich habe jetzt nicht lange gefackelt, weil das ja unsere Freundin ist. Ich werde Hilfe schicken. Ich meine, sie hat uns geholfen die ganze Zeit. Es wird niemand zum Helfen mehr hier sein. Solche Entscheidungen sind immer scheiße. Das? Nee. Oder? Ich hab gedacht, die Alte kommt nochmal. Ja, jetzt bin ich. Ich glaube noch nicht, dass es das war.
Wen hätte ich denn sonst wählen sollen? Mia, ich weiß, du hast viel durchgemacht. Wir müssen reden. Du hattest was damit zu tun, nicht wahr? Sieh doch, ich will nur die Wahrheit wissen. Ethan, ich erinnere mich wirklich nicht. Versuch's. Ist das das Boot? Wie ist das nur hierher gelangt? Du bist in Ordnung. Was zur Hölle war das? Was zum Teufel? Was ist das? Was ist das? Ich hab's gewusst, ey. Fuck. Okay. Geil, krass. Hm. Wie? Ethan? Scheint wichtig zu sein. Eine seltsame Flasche, die sie in ihrer Tasche fand, als sie im Baker-Anwesen aufwachten. Okay. Ja, cool gemacht. Was hat sie denn mit dem Boot auf sich? Mit dem Schiff? Ethan? Ethan! Ah! Ethan! Ethan! Ethan? Sind wir der Endboss? Hohoho. Okay, verwirrt mich gerade, aber finde ich geil. Was war das? Eine riesengroße Raucherlunge.
alle tot. Was ist? Der Maschinenraum. Wovon zum Teufel redest du? Sie hat sie alle umgebracht. Oh, Mist. Was zur Hölle passiert hier? Wir brauchen Waffen. Gibt es hier irgendwelche Waffen auf dem Schiff? Ich weiß nicht. Okay, jetzt ist da offen. Okay, ja gut. Dann machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Das war's für diese Folge. Hier ist noch was, ein Bauhelm. Vielleicht gehörte das der Crew. Na gut, wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.